im letzten Jahrtausend, im letzten Jahrhundert vielleicht vor ein paar Jahren, war es so, dass die Aquaristik nicht ganz so war, wie sie heute ist. Wir hatten HQI, 140 Watt starke Röhren, die etwa so dick waren, und wenn man sie versucht hat auszuwechseln, dann hat man auch etwa gleich große Brandblasen erhalten. Manch einer kennt sie noch unter Philips TL nur 340 Watt Actinic-Röhre. Das war Formel 1 in Licht und nicht so ein App-Quatsch, wie wir den heute überall drin haben. Das Licht gibt es heute nicht mehr. Wie gesagt, 140 Watt pro Röhre. Übrigens war man cool, wenn man da 10 Stück drüber hatte. Dann hat man HQI, und was haben wir gemacht? Wir hatten so Sachen wie Kalkwasser, die ersten Kalziumreaktoren kamen so durch. Und wenn du dann so ein großes Aquarium hattest, wie ich damals, so ein 32.000 Liter Aquarium, und du hast dann so ein Kalkreaktorchen gehabt, hast du gedacht, okay, ist doof. Also, was haben wir gemacht? 5 Sack Calciumchlorid, 5 Sack Natriumcarbonat, eine Schippe, und ins 3.500 Liter Technikbecken hat man halt jeden Tag 5 Schippen reingetan und hat mal gesehen, ob es was gibt. Dann gab es so Meersalze. Da gab es eigentlich auch keine Pros und keine Klassik, sondern es gab halt Meersalz. Und ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, hast du dann gesehen, wenn die Kalkalgen gewachsen sind oder nicht, dann hast du halt wieder ein bisschen rumdosiert. Da kamen die ersten Magnesiumtests. Danach waren die Salze übrigens mit Magnesium ausreichend ausgestattet. Ob das jetzt am Test lag oder in der Entwicklung, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall gab es aber da eine Zeit, an der auch was entwickelt worden ist, weil wir hatten viel mit Kalkwasser gearbeitet. Und nein, ich mache es jetzt nicht schlecht. Ich mache auch ein extra Video zu dem Kalkwasser, vielleicht kam es ja auch schon. Aber wir haben da schon gemerkt, dass das so die ein oder andere Sache nicht ganz so ist, wie wir es eigentlich gerne hätten. Vor allem nicht, weil Korallen aus Fidschi kamen dann plötzlich an, auch neue Arten von Korallen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ständig neue Tiere gesehen, in der Art, nicht nur in der Farbe. Und das war schon eine echt heiße Zeit. Und dann ging es los, wie versorgen wir eigentlich unsere Becken, wie versorgen wir unsere Läden. Also hat man angefangen rumzuspielen, dann kam die Balling-Methode. Zu der Zeit, wenn du in so einem Laden gestanden bist und Großbecken und überall Becken betreut hast, hast du dir das angeguckt. Und immer wieder kamen Menschen rein, die dann die Frage gestellt haben, was ist denn ersetztes Meerwasser? Allein dieses Wort war so assi. Also haben wir uns auf den Ding gemacht und gesagt, warum nutzen wir nicht das System, so wie wir es bisher eigentlich nutzen, noch bevor es das Ganze gab, und entwickeln das ein bisschen rum, damit ich genau das reinkriege, was ich haben will. Wir haben ab und zu der Zeit Schwammzucht gemacht in den Unis und hatten so ein bisschen Zugang zu manchen besseren Analytikmethoden, aber wie gesagt rudimentär, sodass wir schon ein bisschen gewusst haben, Mensch, da fehlt Calcium, da fehlt Kalium, da müsste man das und das geben, und da hat man halt einfach rumprobiert. Und rumprobieren heißt, man hat auch viel kaputt gemacht. Aber im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre hat sich einfach was entwickelt, was dann zum Schluss oder was dann später zum Budding Light System geworden ist. Das, was heute sicherlich eines der marktführenden Versorgungssysteme in der Aquaristik ist, und zwar für den Beginner bis hin zu kompletten Korallenanlagen, wo heute damit bedient werden. Was ist denn so das Besondere an diesem ganzen Balling Light Set? Jetzt abgesehen davon, dass man es zusammenmischen muss und machen muss. Was und warum dieses älteste Versorgungssystem, das so rausgekommen ist im Grunde genommen, ohne selber zu mischen, also von einer Firma, das erkläre ich euch jetzt kurz nach dem Intro. Balling Light-System besteht aus drei verschiedenen Salzen. Das eine ist ein Calciumsalz, das andere ist ein Magnesiumsalz und das dritte und das letzte und nicht das unwichtigste ist die Carbonathärte. Hierbei verwenden wir aber keine hochkonzentrierten Lösungen oder Salzverbindungen, die zu einer sehr hochkonzentrierten Lösung führen. Deswegen ist der Hauptbestandteil in diesem Salz Natriumbicarbonat und kein Natriumcarbonat. Erstellt man mit diesen Salzen eine sogenannte Stammlösung. Das heißt, diese 2 Kilo kommen in diesen Kanister rein. Passt, geht, kann man auflösen. Bei Calcium jedenfalls. Zuerst gibt man ein klein wenig Wasser rein. In dem Fall laut Rezeptur 3 Liter. Dann füllt man dieses Salz da rein und füllt gegebenenfalls den Kanister bis zum Rand oben hin auf. Danach schüttelt man das Ganze, stellt es hin. Und man hat 2 Kilo Calcium im Kanister als Stammlösung. Diese Stammlösung ist ewig stabil. Sie ist so konzentriert beim Calcium, dass es kein Problem macht. Einfach reinstellen, fertig. Es hat aber was gefehlt. Was gefehlt hat, ist Spuren und Makroelemente. Beim Verbrauch von Calcium und Carbonathärte im Aquarium werden gleichzeitig auch Spurenelemente verbraucht. Das, was die Koralle einbaut, um ein Skelett zu bilden. So die klassische Regel. Wir haben aber natürlich darüber nachgedacht, dass ja nicht nur die Korallen was brauchen, sondern ja natürlich die Bakterien auch. Und die Kalkalgen und der Aufwuchs
Und das lebende Gewebe, alles, was irgendwie lebt, umsetzt, Nährstoffe an- und abbaut, braucht Spurenelemente, braucht Elemente und braucht eine Versorgung. Also wurde dann, um auch wiederum die Balance in den ganzen Elementen und in den Ionen zu schaffen, wurden die Spurenelemente, Makroelemente, in drei einzelne Flaschen gepackt. Trace 1, 2 und 3. Das müssen wir tun, weil die für die Korallen und für die Biologie geeigneten Elemente in einer bestimmten Form vorliegen müssen. Und die kann man jetzt nicht so einfach mischen. Das würde reagieren und das ist keine gute Idee. Also, hat man jetzt den Kanister aufgefüllt, gibt man noch Baling Light Trace 1 und Baling Light Trace 2 jeweils mit 25 Milliliter dem Kanister zu. Dasselbe macht man mit dem Carbonatkanister. Mit dem kleinen Unterschied, hier sind es 500 Gramm, die man in 5 Liter Wasser auflöst. Also, wir nehmen zuerst 3 Liter. Dann die 500 Gramm Carbonat, also in dem Fall ein Viertel, schüttelt das auf, gibt die Spurenelemente dazu, 25 Milliliter, füllt den Kanister auf und fertig. Wer jetzt aufgepasst hat und chemisch ein bisschen Ahnung hat, hat schon festgestellt, wir haben hier viel mehr Kalzium drin wie hier Carbonat. Genau, es ist nie das Ziel gewesen, eine 1:1 Dosierung zu haben, wie ihr das bei üblichen Produkten findet. Um 1:1 machen zu können, wurde Folgendes gemacht. Das Kalzium wurde reduziert. Und das KH wurde mit einer konzentrierteren Lösung versehen. Das Problem dabei ist, dass die konzentriertere Lösung im Becken für einen entsprechenden Niederschlag und Ausfällungen sorgt. Und diese Ausfällungen, die kreieren euer Depot. Das, was die Probleme später macht, worum sich Cyanobakterien bedienen oder andere Algenprobleme. Um das zu vermeiden, machen wir genau das nicht. Mit dem kleinen Nachteil, dass ich eben in der Regel 4 Teile KH und 1 Teil Calcium verbrauche. Jetzt bin ich halt ein Schwabe. Ich hätte jetzt hier auch nur 500 Gramm Kalzium reinmachen können, aber wozu soll ich das Ding 4-mal auffüllen? Es reicht, wenn ich es am Kalzium mache. Auf jeden Fall habt ihr aber eine sehr große Menge an Material, die weit über dem liegt, wie eine normale Lösung, die man käuflich erwerben kann, überhaupt enthalten kann. Weil Salz kann man nicht konzentrieren. Das da ist pures Salz. Wir sparen also Verpackung, Versandweg, weil Wasser habt ihr zu Hause genug und ihr könnt Osmosewasser nehmen oder wenn es normales Leitungswasser ist, geht das in der Regel auch. Ich würde es mit Osmosewasser ansetzen, das ist ideal. Aber das ist das, was ihr unbedingt braucht, die 2 Kanister, einschließlich eben im Kanister Carbonat, dann den Baling Light Trace 3. Dort haben wir die Halogene drin, unter anderem aber auch so Zusatzstoffe wie Selen und wir haben auch zum Teil ein bisschen Vitamine drin, sodass die Versorgung der Bakterien und der Korallen in ihrer Grundlage erledigt ist. Aber eben vor allem auch für die Bakterien. Was ist aber der richtige Trick bei Baling Light? Die klassische Darstellung beschreibt einen Verbrauch von 1:1. Dann bleibt ein bisschen Material übrig, dann gibt man Mineralsalz dazu und dann hat man das Ionengleichgewicht wieder erreicht. Das tun wir hier einfach mit unseren Spurenelementen und abgesehen davon ist es so ein Mythos, der seit Jahren durch die Weltgeschichte getrieben wird. Meistens von denen, die diese Altmethode immer noch versuchen, als was Besseres darzustellen. Die Zusammenstellung, die wir gemacht haben, orientiert sich an Praktik. Von Anfang an mit Großbecken und Korallenanlagen und jetzt auch Farmen. Was wird im Becken tatsächlich verbraucht? Was geht durch einen Eiweißabschäumer verloren? Was geht durch Adsorptionsmaterialien, Kohle, Adsorber? Was geht durch das Wachstum von Bakterien verloren? Also auch die Bedingungen der Biologie haben wir da drin angepasst. Wir wissen ganz genau von vornherein, dass wenn ein Becken zum Beispiel neu gestartet wird, verbraucht es am Anfang mehr Carbonathärte. Später, wenn der Biofilm sich entwickelt hat, mehr Calcium. Wir haben kein 1:1. Das heißt, die theoretische Betrachtung ist schön, hat aber überhaupt nichts mit der praktischen Realität in einem Meerwasserbecken zu tun, da die theoretische Betrachtung vielleicht in einem theoretischen Ballon ist, wo ein bisschen reinstes Wasser drin ist, wo ich vielleicht ein bisschen Natriumhydrogencarbonat und Calcium zusammenstelle. Und auch da finden chemische Reaktionen niemals zu 100% statt. Kommt auf den CO2-Gehalt an, es kommt auf den pH-Wert an, es kommt auf so viel an. Es hat aber nichts mit dem Aquarium zu tun. Damit man nun den Start anpassen kann, ohne viel Depots zu bilden, startet man eben mit einer geringen Zudosierung. Das heißt, ich habe nur 25 Milliliter. Der eine besetzt das Becken schnell. Der nächste macht das Becken langsam besetzt. Der eine hat SPS, der nächste hat wieder Weichkorallen. Jetzt muss das ja angepasst werden. In einer fertigen Lösung kann ich es nicht anpassen. Hier gehe ich hin, ich habe den halben Kanister voll. Meine ICP zeigt mir, ich habe vielleicht die Hälfte an Strontium. Wenn ich es mir errechnen lassen will, gehe ich auf den Rechner, gebe die Daten ein, dann sagt der Rechner, bitte füge nochmal 20 Milliliter. Trace 1, nehmen wir das Richtige, in den Calciumkanister zu. Dann habe ich meine Verbrauchslösung, die ich gerade habe, sofort an die Bedingung, die ich benötige, angepasst. Ist sie halb voll und ich habe eine zu hohe Dosierung, mache ich mir einfach einen neuen Ansatz mit 2,5 Liter, fülle den Kanister wieder voll und ich habe die Zugabemenge halbiert.
Das kann ich gestalten, wie ich will. Habe ich keine Lust, den Kanister mit 5 Liter jedes Mal wieder zu füllen, mache ich halt einen 10 Liter Kanister, wegen mir ein 100 Liter Fass. So wie wir das hier machen. Das setze ich halt alle 3 Monate einmal an und passe dann jeweils meine Spurenelemente an, wie ich es eben brauche. Große Systeme, wie wir es hier tun, dosieren dann tatsächlich die Spurenelemente angepasst direkt ins System rein. Ich würde es in einem normalen Haussystem allerdings nicht machen, weil dann die Versorgung gleichmäßiger besser funktioniert. Das ist in der Farm tatsächlich was anderes. Deswegen empfehlen wir das nicht, sondern nutzt diese Trace-Elements da drin. Mit dem Balling Light-System als Grundversorgungssystem, als Vollversorgungssystem geht es darum, etwa 80% der Versorgung sicherzustellen. An Calcium, KH und Magnesium selbstverständlich zu 100%. Aber die Zusammenstellung der Spurenelemente hängt ja davon ab, wie viel Fisch habe ich drin, wie viel füttere ich, wie viel wird entnommen, wie viele Ausfällungen habe ich, wie sauber halte ich mein Becken. Welches Salz benutze ich zum Beispiel? Um das anpassen zu können, beginnen wir mit 25 Milliliter und passen dann die Spurenelemente an. Benutze ich jetzt ein hochwertiges Salz, ein professionelles und gutes Salz, dann habe ich zum Beispiel bei regelmäßigem Wasserwechsel in der Regel gar keinen Bedarf an Magnesium, also brauche ich diesen Kanister auch gar nicht. Das heißt, ich konzentriere mich dann auf Calcium und den Carbonatkanister. Dazu passe ich die Spurenelemente an, bis ich auf eine 80%ige Stabilität komme. Das merke ich, es geht relativ schnell. 2-3 Monate und das Becken läuft super stabil. Und wenn ich jetzt rumspielen will, wenn es jetzt darauf ankommt, dass ich die SPS nochmal den schönen gelben Toucher reinkriege, die Brillanz reinkriege, dass das Leuchten anfängt, dann gehe ich hin und mache mit Color Elements, mache mit Einzelelementen Anpassungen mit der ICP. Die Stabilität aber, die Grundversorgung, die bleibt stabil. Bei fertig gemischten Mischungen, eine Änderung, endet ihr alle Elemente mit. Und daher ist nach meinem Begriff das Balling Light System absolut unerreicht. Es gibt lediglich Kopien, weil die Grundlage in der Zusammenstellung besteht nicht nur aus 2 Elementen, die ich mir aus ICP raussuchen kann, sondern welche organischen Komponenten halten bestimmte Werte im Becken stabil. So werden Polysaccharide, also langkettige Zucker, verwendet, um zu viele Elemente zu binden und aus dem Eiweißabschäumer herauszutreten. Deswegen passiert auch nichts, wenn man etwas mehr von dem Element zugibt, rein rechnerisch. Hätte ich zu viel, rein praktisch aber bleibt dieser Wert auf ein bestimmtes Level. Ganz wichtig zum Beispiel bei Bohr, wo es um die Gesundheit von Euphilien geht. Wir fahren höhere Werte an, wir gehen gezielt in den Kanister mit rein. Diese Polysaccharide sorgen aber dafür, dass sie dann auch wieder entnommen werden, sollte etwas zu viel drin sein. Und daher gibt es diese Stabilität. Und das ist auch mit der Grund, warum genau solche Leute, die solche Becken kreieren und farmen mittlerweile, unglaublich viele davon eben auf Balling Light Systeme gehen, weil von Anfang an, von der Auswahl des Salzes an sich bis hin zum Spurenelement, es über Jahrzehnte jetzt angepasst worden ist an die aktuelle moderne Bedingung. Das Balling Light von 1995 hat so gut wie nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute in den Flaschen haben. Und die Entwicklung geht mit jedem Tag, mit jeder ICP-Analyse, mit jeder KI, die Bedürfnisse in zurzeit etwa 15.000 Aquarien kontrollieren, immer wieder dahingehend automatisch mit rein, sodass auch in 5 Jahren und in 10 Jahren immer die perfekt angepassten Spurenelementlösungen für die meisten Becken da sind. Aber eine Sache gibt's, die auch ein bisschen was Besonderes ist, glaube ich. Das Balling Light System ist grundsätzlich so konstruiert, dass ihr eigentlich damit nicht klarkommen könnt. Es geht nämlich in die Limitierung. Wie bei Pflanzen auch, versuchen wir alles, um eine Überdüngung des Systems zu vermeiden. Das Wachstum von Cyanus oder Algen hat damit was zu tun, dass sie zu viel haben, nicht zu wenig. Und heute haben wir ein zu viel. Schon mehr Spurenelemente in Prosalzen, schon mehr in Futter, schon mehr in irgendwelchen Zusatzstoffen. Und natürlich spiele ich gern rum und probiere verschiedene Produkte. Ist ja logisch. Aber das haben wir mit eingeplant und gehen daher bei dem System in die Limitierung. Das heißt, langfristig mit der Grunddosierung 25 Milliliter, Jungs, keine Chance damit. Ihr läuft auf jeden Fall in die Limitierung. Aber genau das ist der Grund für den Erfolg. Es ist nie wichtig gewesen, dass ein Becken nach 3 Wochen dasteht, als wenn es 2 Jahre alt ist. Mir ist es wichtig, dass ein Becken oder eine Anlage, wie du hier siehst, 16 Jahre lang laufen kann. Dazugeben ist einfach, rausnehmen ist schwierig. Und das ist genau das Gleiche wie bei einer Pflanze, die überdüngt ist. Sie schießt am Anfang hoch, danach stirbt sie ab. Und das wollen wir bei den Korallen nicht haben, weil das sind sie ziemlich genau. Und das ist der Grund, warum ich persönlich nach wie vor denke, dass das geilste System ist, was man für ein geiles Riffbecken heute kaufen kann. Bis dann! Habt viel Spaß und tschüss.